Hallo, wir sind in der Via Abate 16 in Mailand. Tagsüber ist die Tür des Gebäudes geöffnet oder der Portier ist anwesend. Wenn Sie abends oder nachts anreisen, unterhalten Sie sich und wir öffnen Ihnen aus der Ferne die Tür. Sobald Sie das Gebäude betreten haben, gehen Sie sofort nach links. Die zweite Tür nach dem Briefkasten ist die der Unterkunftseinrichtung, zu der Sie über einen Code gelangen, den Sie in das Pad eingeben müssen. Um den Code zu erhalten, müssen Sie den Self-Check-in durchführen. Das heißt, Sie müssen etwa eine Woche vor Ihrer Ankunft ein Foto des Personalausweis oder Reisepasses der Person, die die Reservierung vornimmt, und einer etwaigen Begleitperson im Buchungs- oder Airbnb-Chat oder in WhatsApp senden und erhalten als Antwort den Zugangscode, dass dies gleichbedeutend damit ist, dass Sie über den Schlüsselbund, den Datenschutzbeleg für das Foto, das Sie uns senden, ein Foto, das 3 Tage nach Ihrem Aufenthalt gelöscht wird, und ein digitales Dokument mit allen Informationen zur Anreise verfügen. Sobald Sie das Haus betreten, finden Sie 2 Zimmer, das Centono Economy Zimmer und das Centodo Garden View Zimmer, an deren Tür jeweils ein Schlüsselbund hängt, mit 2 Schlüsseln, dem Zimmerschlüssel und dem Schlüssel zur Gebäudetür. Stellen Sie sicher, dass Sie sie beim Verlassen wieder dort ablegen, wo Sie sie gefunden haben. Auf dieser Seite finden Sie auch alle Begrüßungsvideos, die erklären, wie Sie sich im Haus bewegen und die häufigsten Fragen bereits beantwortet haben. Wir laden Sie ein, das Videoportal www.mi-tu.it zu besuchen, das über 1000 Videos von Mailand, Denkmälern, Kultstätten, Diskotheken, Pubs, Weingütern, Galerien, Museen, Geschäften, Parks, Schwimmbädern, Traditionen, Geschichte, berühmte Persönlichkeiten, Musik, Sport, Ausflüge, Essen und vieles mehr, das Ihnen während Ihres Aufenthalts helfen kann. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und danken Ihnen, dass Sie sich für uns entschieden haben. Küsse und Umarmungen vom Personal des Flores Guesthouse in Mailand.